Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hart am Wind Festival Edition Box von Freiwild. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hart am Wind Festival Edition von Freiwild. Das Ganze aus dem Jahr 2010. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl. Es ist eine Festival Edition. Das eigentliche Album von Freiwild, Hart am Wind, erschien im Oktober 2009 und ein paar Monate später, im Juni 2010, erschien dann diese zweite Auflage quasi, diese Festival Edition. Wir haben hier eine schwarze, recht flache Box, Hochformat. Wir lesen hier Freiwild, Hart am Wind, Festival Edition. Und darunter haben wir dann die vier Jungs der Band abgebildet, also Philipp, Zegger, Föhre und Jonas, alle vier hier veranschaulicht. Was die Optik betrifft, die ist etwas speziell, denn wir haben hier an den Ecken, aber auch oben so diverse Stellen, die so aussehen, als wäre das irgendwie abgenutzt oder abgeschlagen. Aber das ist wirklich hier vom Artwork her. Also die Box ist hier, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, echt mehr oder weniger unbeschädigt und hier an den Seiten sieht das echt überall so aus, als wäre es irgendwie abgekratzt oder abgestoßen. Auf der Seite auch wieder Freiwild Hart am Wind Festival Edition zu lesen. Auf der linken Seite ident. Und auf der Rückseite haben wir hier Rookies und Kings. Das ist das Label, über das das Album erschienen ist, sowie natürlich auch die Box und einen Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Der Boxdeckel ist abnehmbar, von innen in schwarz. Und dann haben wir hier den Inhalt. Zum einen, das ist der Festival Edition Inhalt, haben wir hier ein Stück, das man genau für Festivals braucht. Dazu kommen wir dann noch. Dann haben wir das Album, Hart am Wind, das natürlich auch in der Festival Edition. Und dann haben wir hier noch vier Sticker mit drin. Bedeutet, jedes einzelne Bandmitglied hat hier einen kleinen Sticker. So, jetzt ist die Box leer, dann packen wir sie wieder zusammen und dann schauen wir uns das mal im Einzelnen an. Als erstes holen wir mal diesen Inhalt hier raus. Ups, da ist das Ganze irgendwie schon aufgerissen. So, aber jetzt. Gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus in schwarz und weiß, also etwas abgewandelt farblich vom regulären Album Hart am Wind. Hier unten lesen wir dann noch Festival Edition. Auf der Seite auch wieder und auf der Rückseite gibt es die Tracklist, die erweiterte Tracklist. Also 11 Tracks auf CD1 plus Video zu dem Track Das Land der Vollidioten. Dann haben wir die CD2 auch wieder mit 11 Tracks plus dem Video Freiwild Live. Dann hier wieder die Beteiligten und einen Barcode. Das Ganze kommt hier in einem Digipack. So, zum einen haben wir hier ein Foto von Bühnenauftritt, von Bühnenaction. Links und rechts die CDs und in der Mitte das Booklet. Wir starten wie immer mit dem Booklet. So, wie man es von Freiwild-Alben oder Booklets kennt, haben wir hier die einzelnen Tracks alle mit den Lyrics erfasst. Und das Ganze natürlich noch unterlegt hier mit den Live-Fotos. Hier sehen wir alle auf den Bühnen. So sieht das aus. Ein doppelseitiges Bild von Philipp. Weitere Fotos. Und natürlich auch jede Menge Lyrics. So, zum Abschluss gibt es dann hier noch das Video plus natürlich die Infos zum Album und die Credits und nochmals die Tracklist. So, dann packen wir das hier wieder rein. Das ist das Booklet. Dann kommen wir zu CD1. Die sieht so aus, also sehr ähnlich wie auch das Cover. Auf der Rückseite kommt hier ein Bild der Menge zum Vorschein. Und die CD2. Vom Design her ident wie CD1. Und hier haben wir dann Philipp in der Aufnahme. Also das ist auch das Cover der Box.
das Bild, das wir hier haben. Okay, so, dann machen wir das Booklet wieder zusammen. Ups, erst hier und dann hier. Und kommen zu den nächsten Inhalten, und zwar diese Sticker. Also 4 Sticker sind es hier, jeder einzelne im Querformat. Und wir haben hier dann auch noch das Foto des einzelnen Bandmitglieds plus sein Name und seine Funktion in der Band. Also Jonas spielt die Gitarre, Zegger spielt den Bass, Philipp ist zuständig für die Vocals und spielt natürlich auch die Gitarre, und Föhre ist am Schlagzeug. Ja, alle Fotos im Querformat und schwarz-weiß, kann man sich dann irgendwo hinkleben, wenn man möchte. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch so ein Plastikteil. Wir werden das hier mal komplett aufrollen. Und zwar haben wir hier tatsächlich, es ist kein Müllsack, sondern es ist, geht gar nicht so leicht auf, weil das da auch schon ewig drinnen liegt, so gefalten. So. Jawohl. Also ich glaube, jetzt kann man es halbwegs erkennen. Und zwar haben wir hier einen Regenponcho. Also wir haben hier so ein Überziehplastik, das man zum Beispiel auf Festivals oder generell bei Regen gut nehmen kann. Hier groß auf der Brust der Freiwild-Schriftzug in weiß bzw. hellgrau. Ansonsten komplett in schwarz. Hier natürlich links und rechts die entsprechenden Auslässe für die Arme. Und unten natürlich für den Körper. Und hier oben dann die Kapuze und die Öffnung für den Hals. Ja, so sieht das aus, beziehungsweise, wenn ich ehrlich bin, habe ich es, glaube ich, genau jetzt falsch rum gezeigt, denn genau so gehört es. Das ist die Vorderseite. Jetzt habe ich es richtig. Jetzt ist auch die Kapuze richtig. Also das ist die Vorderseite. Bedeutet auf der Vorderseite glatt in schwarz, und auf der Rückseite, auf dem Rücken, haben wir dann hier diesen Freiwild-Schriftzug. Gut, dann packen wir diesen riesen Regenponcho. Also ich glaube, da passen echt alle Leute rein, ganz egal, ob die jetzt 50 Kilo wiegen, da werden sie wahrscheinlich ein bisschen, ja, darin untergehen, oder aber auch, wenn man 200 Kilo hat, ich glaube, selbst dann kann man den ohne Probleme verwenden. Also für alle Gewichtsklassen und Körpergrößen geeignet. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal der eben gezeigte Überwurf hier, dieser Regenponcho. Dann die 4 Sticker in schwarz-weiß und im Querformat. Und natürlich das Album an sich, Hart am Wind, die Festival Edition mit insgesamt 22 Tracks plus Videos im Digipack. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Hart am Wind Festival Edition von Freiwild. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare, und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Freiwild unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.